Also auf wie nach Titan. Der Tempo. Da, wo. Jo. Okay. Wir haben die drei Dinger. Wollte eigentlich okay sein. Mensch Schütze, Mensch Mordmonk. Selbstmordmonk. Grenadier, das sind die Plunderers. Dale, hey Kumpel, könnt ihr mir helfen? Ich brauche ein verdammtes Wunder. Ein struppiger, schäbiger Typ in einem Batik-Shirt und Fransenlederjacke. Er trägt ein Halstuch über seiner Stirn und einen dreckigen Rucksack. Als du dich näherst, kommt er dir entgegen, lächeln. Er scheint nett zu sein, aber auch auf Droge. Er schwitzt und ist nervös. Herr Kumpel, danke, dass ihr angehalten habt. Hört zu, ich brauche ein verdammtes Wunder. Ich und mein Mädchen, Betty Sue, wir kriegen bald ein Kind daheim in Damonta. Und ich muss durch die Sicherheitszone, um bei ihr zu sein. Das Problem ist bloß, ich habe keinen Tribut für die Mönche. Sie wollen, dass ich ihnen irgendeinen verrückten radioaktiven Schlamm besorge. Ihr habt nicht zufällig welchen und wollt mir helfen? Ich mache... Ist auch wieder gut, wenn wir im Tempel sind, ehrlich. Müssen sie dich Schlamm holen lassen, wenn du nur ein Händler bist? Keine Ahnung, Mann, sie sind wahrscheinlich sauer, weil ich mich dauernd verlaufe und von meiner Eskorte getrennt werde, wenn ich durch den Canyon muss. Ich bin halt ein bisschen zerstreut, ihr wisst schon. Betty May ist die Schlaue in der Familie. War sie eben Betty Sue noch? Scheiße, eben hast du deine Frau noch Betty, nicht Betty May genannt. Danke, Vulture. Hab ich nicht? Mann, ich muss einen Sonnenstich haben oder sowas. Ihr wisst, wie das ist. Stimmt's? Draußen im Ödland, da wird man manchmal den Kopf ganz fusselig. Was ist mit Sicherzone? Geschnallt, der ganze Canyon gehört Gaga-Mönchen und die passen auf, dass keine Scheiße passiert. Solange du eine Eskorte hast, könntest du nackt durch den Canyon laufen und eine Sackkarre voller Gold vor dir herschieben. Und du wärst trotzdem so sicher wie in einem Panzer. Okay. Kennen wir. Du hast von Damonta gehört? Ja, Damonta ist die Siedlung auf der anderen Seite, Canyon of Titans. Mein Mädchen und ich, wir haben da eine kleine Bude und ich muss echt dringend zurück. Wer ist Betty Sue? Mein altes Mädchen, der Sonnenschein meines Lebens. Sie wirft bald, wenn ihr wisst, was ich meine, und will bei diesem gesegneten Ereignis dabei sein. Wer oder was ist Titan? Der Kumpel Titan ist der Gott der Gaga-Mönche, keine Ahnung, was er sein soll, ein Riesen. Roboter oder so eine Scheiße auf jeden Fall, bla bla bla. Betty Lou würde mich umbringen, wenn ich getötet werde. Eben hast du deine Frau noch Betty, nicht Betty Lou genannt. Was? Oh verdammt, Kumpel, ich habe schon wieder ihren Namen verwechselt. Sie würde mich umbringen, wenn sie das wüsste. Sie hat zwei Schwestern. Müsst ihr wissen. Betty May und Bessie Sue. Und sie heißt Bertha Lou. Und ich bringe die immer durcheinander und seufzt. Bitte sagt dir nichts davon. Der Name deiner Frau ändert sich immer wieder. Jetzt heißt sie also Bertha Lou. Habe ich Bertha Lou gesagt? Ich meinte Bessie Lou. Auch nicht? Betty Lou? Hey, seht ihr, wie verwirrend das alles ist? Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Was mit Tribut? Kumpel, ich bin total blank, diese schwindelnde Arbeit. Bessie Sue. Krank? Ich dachte, du hättest gesagt, sie wäre schwanger.
Guck, ich schwöre, ich hab's einfach nicht mit Worten, okay? Aber Bonnie Mae und ich, ach scheiße, okay, du hast mich am Arsch, Kumpel. Ich hab daheim kein Mädchen mit einem Baby. Ich will bloß eine kleine Lieferung nach Damonta schaffen. Und die Mönche sollen ihre Pfoten aus meinen Angelegenheiten raushalten. Deshalb kann ich nicht zu ihnen gehen. Was ist die Lieferung? Ah, gar nichts, Kumpel. Bloß ein paar Medikamente. Bloß ein paar Medikamente. Und ihr wisst ja, wie einem diese Mönche die ganzen Medikamente als Tribut abknöpfen, was? Das wisst ihr ja nicht? Nun ja, das machen sie. Fragen dauernd nach Verbandzeugen, Medikamenten, Nadeln und ich habe Kunden in Damonta. Die zahlen gut für diesen Scheiß, aber wenn ich ihnen den Mönchen zeige, dann wollen sie die haben. Deshalb muss ich unerkannt bleiben. Wie sieht's aus? Helft ihr einem Kumpel aus der Patsche? Welche Sorte brauchst du? Einfache Sachen, Kumpel. Kopfschmerztabletten, Penicillin, Hustensaft, aber genau darauf sind die Mönche scharf. Und ich glaube nicht, dass sie irgendwelche Skrupel haben, es von meiner Leiche zu nehmen. Ah. Vielleicht treffen wir Dale nochmal wieder, gerade weil er auch nach Damonta geht. Würde ich sagen, wir helfen ihm, oder? Kumpel, du bist einmalig. Du gibst mir einfach so eine Kanne von dem Zeug. Wow. Bitteschön. Vielen Dank, ich sag euch was. Ich habe auf dem Rückweg ein paar Geschäfte im Tempel zu erledigen. Wenn ich euch sehe, dann führe ich euch rum. Kenne den Ort inzwischen wie meine Westentasche, wenn ihr wisst, was ich meine. Das Fundament, ja, bla 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 bla. Ja, danke nochmal. Vielleicht sehen wir uns. Ihr wisst schon, was wir jetzt machen, ne? Wir gehen jetzt zurück und sammeln Schlamm. Da waren noch so ein paar Stellen, wo wir Schlamm. Ach, wir brauchen die Behälter, oder? Voller Schlamm in der Leere. Voller. Ich brauche nur einen Schlamm. Die waren also immer bei den Raider-Camps. Hier so. Da ist einer. Lauft. Ich hoffe, die finden den Weg.
fast in die Hose gegangen. War fast in die Klippenschlangen gelaufen. Was? Schaut mal. Das ging ja fast. Ich dachte, ich wäre tot. Kühe sind safe. Okay, das geht. Wer ist das? Bärin. Also, das bin ich. Geh mal hier ran. Ich hab nicht genug Energie. Oh. Autsch. Wohl, kannst du mal einen ausschalten, bitte? War hier nicht noch irgendwo ein Sniper? Alle nicht.
Jetzt aber. Oh Gott. Das bin ich. Komm. Nur einen einzigen Schuss. Einziger Sinn ist ganz vorhin. Au, au. Die haben Pilz. Ah. Die sind nackig, das kommt von den Explosionen. Shit. Ganze Klamotten weggehauen. Scheiße. Wo ist das? Da unten. Nee, da hab ich keinen Bock drauf. Wir haben ja jetzt, haben wir es ja gesehen, dass man nackig ist, wenn man mit so einer Mönch, mit so einer Mönchsexplosion landet. Ich bin böser, was, ey. Machen wir das aber mal anders. Hier war das Fass, ne? Das passen wir aber auf. Immer aufpassen. So, und jetzt gehen wir da mal geplant dabei. Es gibt noch mal Erfahrung, guck mal. So, wo waren die? Hier unten. Gucken, wie die laufen. Okay, da blinkt's. Aber die haben wir noch nie aufgeräumt. Müssen wir alle durchladen? Eigentlich wäre das nämlich Pipi-Kacke hier. Thank you.
Nee, warte mal. Mal mit. Schön weit weg. Sicht blockieren. Von den Grenadieren? Nein. Okay. Good shot. So, kommt meine Tante. Du haust ihn erstmal ein von Beats. Oh, die Arme. Okay, die hat hier ein gutes Schussfeld. Aber wenn du den weghaust. Oh shit. Dann den. Das ist sie. Diesmal. Kommst du da durch? Oh, wieder friendly. Komm, Jungs. Jetzt aber. Okay, wer ist das? Vulture. Und sie ist nicht gestresst. Ah ja. Das war ein bisschen doof. Die hat schon den da oben weggenockt. Knock den mal weg. Zu dem mal weghauen. Ach Mann! Seid ihr denn bescheuert? Hör mal auf die Ziegen. Ach, du Arsch. Ziegenmörder! Oh ja, okay. Jetzt versucht. Die nimmt da ganz schön Schaden da vorne, die Kleine. So, jetzt aber Feierabend. Oh. In den Rücken fallen, okay. So, dafür darfst du den umhauen. Die hat ihm die Beine abgeschlagen. Heckler und Koch. Dirty Bombs. Und unsere Ziege ist weg. Oh.
Hätten wir sonst auch noch ein Fass. Habe ich alles gelernt. Shit, shit, shit. Ist da noch was? Nein. Oh, und noch mehr? Oh ja. Okay, dann machen wir Level Up. Oh. Copy Ranger Team. Echo, congratulations. Okay, Sherry hat einen Up. 5 bringt uns nichts. Hat aber einen Vorteil. Hinterdeckung. Bei Angriff von hinten, Toaster Expert wünscht man hier zusätzliche Beute. Toaster Reparatur, was sind das? Bei Handgemenge-Angriffen wirken eines Präzisionsauf bei. Ja, auf jeden Fall. Die muss absolut abgehärtet sein. Die hat 216 Leben. Überladen. Muss man die Heckler und Koch ansehen. M21. Die Uzi. Das super Taschenmesser. Die Sprengladung an sie. Das kann sie haben. Die kann sie haben. Ein bisschen Scharfschütze. Ein bisschen Schrot. Und 7,26. 7,62 meine ich. Dann noch eine Bombe, Medikamente. Noch eine Bombe. Schädelfragmente, ja, ist nicht unwahrscheinlich. Selbstmörderpaket. Denn die Uzi 9 mm, ja, die haben nur 2 verschiedene Feuerstöße, die haben keinen Einzelschuss, dafür aber 30 Schuss. Ist aber Skill Maschinenpistole. Hm. 15 bis 18 mal 4 ist eine Menge. Drei Durchschlag. Na, ich bin nicht so der Fan von Maschinenpistolen. Kannst besser nennen. Das haben wir schon. Kannst besser nennen. Ach komm. Wie viele Granaten sind hier? Sag mal. Okay, die hat Hauptweise verbannt. Noch 156 Schuss.
Selbstmörderpack gehen. Blinkt das? Das würde an sie auf, zu ihr schön passen. Naja, aber ich finde den Rucksack hübscher. Als diese. Dieses kleine. Behältst mal deine Schlafmatte trotzdem. So. Was ist das hier, Blinky Blinky, man? Ups. Oh, den habe ich nicht gesehen, da unten am Fuß. Au. Und die kommen auch noch alle zuerst dran. Au. Glück gehabt. Okay, wisst ihr, was wir jetzt machen? Wir können das nämlich auch. So, wisst ihr was? Ciao! Okay. Muss ich nur mal so sagen. Ich weiß nicht, was die geworfen haben. Bestimmt keine guten Granaten. So, wer ist das? Das ist unsere Phaser-Tante. Bären. Warte mal. Vulture steht hier oben, perfekt. Die kann eigentlich hier hin, wo ich stehe. Oder hier rüber. Ist immer noch genug Reichweite. Scharfschütze. Ja, 9 Schuss, Hedgehog ist 2, Schuss kostet 7. Gut. Bang. Die stehen noch ganz hier oben. Ich lauf einfach mal runter. So, ich muss einfach mal vor und dem ins Gesicht schießen. Bang. Okay. Leider kein Lucky. Das hätte ich jetzt zweimal gekonnt. Ich kann die Waffe nicht. Okay, war ein kleiner Bug mit der Textur. Das sind ja mal eine Menge Leute. Oh mein Gott. Hier wäre auch noch ein Fass. Hier unten waren wir. Lustig. Wollen wir mal verteilen. Heckler und Koch.
Uzi wollten wir nicht. 565, ein bisschen was von dem. Schrot. Mit TNT. Ja. Hochkapazität, mal robustes Magazin, Waffen. So, ich glaube, jetzt können wir es noch mal versuchen. Auf jeden Fall gucken wir zu. Ja. Zurück, ja, ich bin auf der Durchreise. Mussten nur noch mal Schlamm holen. Ist weg. Hier sind Plünderer. Wo erstmal hier? Was ist denn da? Da unten geht nichts. Noch mehr Plünderer. Wieder genauso, erstmal kein Stress. KSM. Aber es ist ganz schön anders, wenn man hier ständig irgendwo in der Wildnis ist. Du kommst ja niemals wieder zur Zitadelle. Also vorerst nicht. Alles feindlich hier. Und da wohl drüber? Nein. Okay, das sind auch Plünderer. Reden die mit mir? Oh, voll blöd, wenn wir jetzt wieder. Nein. Passt doch. Bring den um. Scharfschütze. Schrotflinte erstmal. Okay. Good shooting. Nächstes kommt hier der Scharfschütze, wenn wir können. Oh. Weggemetzelt. Das ist die andere Elektro. Auch nochmal auf den Scharfschützen. 19, naja. Thank you.
So, jetzt kommt ein richtiger Schaden von Vulture. Gehen wir hier hin. Scharfschütze. Oh, der scheiß Kaktus. Okay, gut. Danke. Also, ich schieße aber überall hin. Box sie mal um. Okay. Und dann setze ich mal neben ihn. Damn it. Die stinkt irgendwie. Da will ich einen haben, die Junge, oder? Na, renn mal dahin. Kann ich nicht sehen. Jetzt aber. Okay. Ich lauf mal hier rüber und schieß den. Gut. Sagen. Wir wollen ja nicht reden. So. So, pass mal, wie gehen wir alle hier vor? Zwei Updates. Und ich müsste geheilt werden. Nimm mal so einen Lütten. Okay. Copy Ranger Team. Echo. Congratulations. Bärin und Vulture. Oh, die hat einen Charakter. Ja. Was machen wir denn mit ihr? Das gibt uns einen Treffer wahrscheinlich, brauchen wir eigentlich nicht. Ausweichen. Ein Kampfinitiative ist nicht schlecht. Ein Aktionspunkt, maximal Trefferschaden, somit Nahkampfwaffen, Basiskonstitution und Konstitution per Level. Ein Ausweichen, ein Aktionspunkt. Die hat 11. Sind wir mit ihr nicht gerade? Aber geben wir eine Stärke. Sie mehr Aktionspunkte. Und dann als Fertigkeit kann sie nichts. Dann kriegt sie noch einen Vorteil. Das 1 AP und sein Gitter, das ist nicht schlecht. Schaden durch Sprengstoff. Das klingt gut. Peiniger ist cool. Erstmal den. Wetter, ja, müssen alle abgehärtet werden.
hier hat auch einen hier. Nee, die Intelligenz reicht. Maximale, nee, brauchen wir eigentlich nicht. Ein Kampfinitiative ist nicht schlecht. Ein Aktionspunkt und Trefferwahrscheinlichkeit. Totally. Bang. Fertigkeiten. Flugscheiße ist ja eigentlich gut genug. Ja, aber so ein Scharfschütze voll machen. Kriegen wir da auch nicht mehr. Vorteil. Kannst du mal doppelt so viel lang. Ja, sie hat aber nur drei. Abgehärte brauchen wir nicht. Hocken. Gesund brauchen wir nicht. Großwildjäger. 20% gegen Tier. Das klingt interessant. Wasserverbrauch. Sammler. Schildkröte. Naturbursche. Na los, machen wir das mit dem. Weil sie ist doch manchmal ganz nah dran und dann. Das haben wir jetzt schon ein paar Mal. So. Speichern wir mal eben. Und nachladen bitte. Wo wollen wir ihn jetzt hin? Hier zurück, bringen alle um. Kanadier, der musste erst. Mal, ob du hier hinstellen kannst. Ja. Oh, die bleiben cool. Die sind grün. Okay, grün ist gut, ne? Den da. Oh, oh, oh. Oh mal quer über das ganze Spiel. Und der noch drei. So, du, geh mal hier ein Stück vor und schieß den mal. Ah ja, 40, nicht schlecht. Jetzt kommen die. Reicht das? Ja. Cool. Siehst du, die machen sich langsam. So, Bärin. Hau die mal hier an die Flanke. Revolver. Kommando. Revolver. Du machst das, als ob du dafür geboren wurdest. Oh, ein Loop von Virtual Cry. Das einzige Ziel. Er hat zum Augen gedreht ein paar Mal.
Oh mein Gott. Nee, ne? Oh Mann. Man echt auf Überwachung gehen soll. Sichtblock, ja. Egal. Wie nochmal hier? Schieß den. Dann überwach mal mit Nahkampf. Oh, der ist aber auch schwer zu treffen, ne? Aber du schießt wie einer meiner Leute. Boah, die ist ja voll verliebt, ne? Okay, ich laufe mal hier rüber. Geh mal auf den. So. Panzertante rennt hier rüber. Und warte da. Vulture, du töte den mal. Okay. Keine Ahnung, ey. Mal darüber. Überwach mach. Ist eigentlich voll Banane, was sie macht. Boah, der ist voll weit weg. Eine Runde geben wir ihm noch. Vulture kriegst? Nein. Zu weit weg. Hoch. Hat den erst erschossen. Ein Pünnelkraft, ein Pünnelkraft. Ich glaube, der hat sich selber erschossen. Kann das sein? Dass er vor die Wand geschossen hat? Oder Ladehemmung oder sonst was? Keine Ahnung. Auf jeden Fall Haufen Zeug. Hier wollen wir die Revolver. Schwer ist meistens nicht gearbeitet, das Schloss hängt vor einem versteckten Schlüssel in der Kiste. Es wurde eindeutig nahe der Scheuerbürste platziert, um es zu verdecken. Der Druck auf dem Metall ist teils abgekratzt. Man kann noch M
und Tam lesen. Emma und Tam? Haben wir von ihm denn den Schlüssel gekriegt? Aber wir hatten keinen Schlüssel von ihm gekriegt, oder? Ich weiß genau, wer gemeint ist, den wir ganz am Anfang getroffen hatten. Aber ich kann mich nicht erinnern, dass da irgendwie M dabei war. Sieben bis zehn, 20 bis 28. Ich schlafe hier. Warum habe ich das überhaupt hier drauf? Oh, die Dame. Können wir trotzdem mal behalten. Makeshift-Machete. Nein, die ist scheiße. Hier haben wir Hochleistungs-Zielfernrohr. Nein. Dachte, es kommt jetzt jedes Mal. Schön. Und Wunschdenken wird es auch nicht öffnen. Ach, wie unnett. Die Mönche stört das nicht, wenn wir hier die Plünderer kaputt machen. So, Vulture. Stell die einfach mal hier hin. Bring jetzt mal die Kühe, die Kuh in Sicherheit. Revolverheld, Grenadier. Naja. Lass sie cool in Ruhe. Okay, jetzt kommt sie. Okay. Aua, wer ist als nächstes? Daneben, vom Weg. Bärin. Treffen nicht mehr so gut die Jungs, weil die mehr Panzerung jetzt haben. Okay, gut war. Das ist wegen der Panzerung, ne? Dass sie gut Schaden machen jetzt. Das heißt, er müsste jetzt tot sein. Boah. Ich kann auch noch einen Schlag ab.
das? Ja, mach ihn tot. Au, hust, hust. Ja. Okay. Nein! Du Schwein! Du Schwein! Und dann trifft sie nicht mal. Boah. Was ist das für ein Uber-Typ? Nur 2 Meter, dann können wir den auch schießen. So. Kontrolle verloren. You'll be uglier than me when I'm done. Toll, Kuh ist weg. Na, wenigstens haben wir den Euter, um uns an sie zu erinnern. So, was wir unbedingt machen müssen, ist den Schall der Bären auch Nahkampf geben, glaube ich, irgendwann. So wie mir und alle, die vorne vorlaufen, wollen alle Nahkampf. Weil die kommen jetzt doch zu nah ran, was ich gemerkt habe. Na? Und dann so ein fettes Angriffsding haben. Das heißt, sie würde jetzt erstmal Klingenwaffen kriegen. Das ist Klingenwaffen, ne? Ja. Oh, jetzt erstmal 4 in Klingenwaffen. Scheiße, ne? Dann hat sie schon 64% Trefferchance. Sie hat ihre Handgemenge. Ziemlich cool. Ein M16 hier. Der ist scheiße, wir brauchen mal bessere Laserwaffen. Ich glaube, ich gebe ihr noch ein Messer. Wenn die ja schwach ist. Besser wie nix. Zeigt sich das irgendwo? Okay. Hat sie eigentlich 6, ja. Schafft es ja schon auf 8. 60% immerhin. Und diese Kampfmesser sind einfach super. Und sie hat Schlüppeln guten. Und hat Fertigkeiten. Stumpfe Waffen wird sich skillen. Ja. So doof, dass sie beide Klugscheißer sind, ne? Das ist ein bisschen schade. Klugscheißer 8 und sie hat Klugscheißer 6. So. Ein Tierflößer. Ach, die hat diesen Vorteil, ne? Besserwisser. Ein Klugscheißer, 2 Klugscheißer. Ja. Ja, Vulture bleibt unsere Klugscheißerin. Das machen wir, wenn wir bei ihr nicht weiter skillen. Ja. Okay. Nochmal speichern. Also durchladen. Ich kann schon wieder skillen.
21 hier. Ja, 5. Ja, können wir eigentlich theoretisch schnell mal einen in Führung machen. Und gleich da im Kampf die Kontrolle verliert. Erhöht die Trefferwahrscheinlichkeit von nahen Verbündeten um 12%. Zack. Stelle von 10, also wieder 2%. Das brauchen wir nämlich voll. So, wenn das jetzt das letzte Lager, ja, ne? Das ist der Templeingang. Ich glaube, machen wir Pause. Und machen wir hier gleich weiter. So, bis dann, tschüss.